Der 24. Spieltag steht vor der Tür und wir wieder im Saft. Sorry, dass wir letzte Woche skippen mussten. Da ist mir die Grippe mal ordentlich in die Parade gefahren. Aber um euch die Prognose diese Woche nicht nur inhaltlich, sondern auch optisch wieder zu versüßen, ist euer Lieblings-Mario Krischel wieder am Start. Grüß dich. Sehr lieb. Hallo. Ja, man muss auch mal ein bisschen Liebe hier in die ganze Nummer reinbringen, würde ich sagen. Ne? Wo wir uns sonst schon mal so ein bisschen zanken. Kommt ja durchaus mal vor. Bisschen Liebe muss man aufhalten lassen. Ist ja auch schon wieder ein bisschen her, dass du hier warst, ne? Ja, wird Zeit. Wird Zeit. Wurde Zeit. Und, wie immer, wir wollen gar nicht lange Zeit verlieren, wie immer unser Service an euch, der Überblick über die Partien. Auftakt am Freitag mit Köln gegen Bochum, Samstag unter anderem Frankfurt gegen Stuttgart und natürlich das Revierderby Schalke gegen Dortmund und Sonntag unter anderem Werder gegen Leverkusen. Und wie immer seid ihr zuerst dran, haut eure Tipps in die Kommentare, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keines unserer Formate mehr zu verpassen. Köln gegen Bochum. Ja, spricht wenig aktuell für Bochum, muss man sagen. Ne? Vier Niederlagen in Folge. Jetzt, ich bin mal gespannt, wie krass dieser Dämpfer jetzt am Wochenende war gegen Schalke. Köln, das vergisst man so ein bisschen, finde ich. Die spielen echt eine solide Saison eigentlich. Ne? Also unentschieden in München, unentschieden gegen Leipzig. Unentschieden beim formstärksten Team der Liga, Schalke. Also von daher machen die es eigentlich echt gut. Und zu Hause, da gehe ich dann schon mit den Kölnern. Das würde ich sagen, 2-0. Ja, können wir uns direkt die Hand drauf geben. Habe ich auch. Bochum macht seinen Fans aktuell relativ wenig Hoffnung. Ne? Sie bekommen auch irgendwie ihre Waffe Schnelligkeit nicht mehr so in Gefahr umgemünzt. Beim FC hat vielleicht der Karneval da noch ein bisschen reingekickt. 3 Spiele ohne Sieg. Aber die Kater-Symptome, glaube ich, auch, die ebben langsam ab. Und das, glaube ich, auch werden sie dann zu Hause gewinnen. Was natürlich die Schalker freuen dürfte. Mal sehen, was die dann aus ihrem Spiel machen. Kommen wir natürlich gleich zu. Bayern gegen Augsburg wäre das nächste. Du warst ja im Stadion gegen PSG. Kannst frische Eindrücke. Ja, klar. Ja, das war ganz interessant, weil Kimmich war der Erste, der an uns dann in der Mixzone vorbeiging. Und wollte nicht sprechen und hat nur gesagt, erst wenn wir gegen Augsburg auch gewonnen haben. Und das war auch so ein bisschen das, was Thomas Müller dann gesagt hat, so von wegen Samstag denkt keiner mehr an Mittwoch oder Samstag redet keiner mehr von Mittwoch. Und das fand ich eigentlich relativ stark, dass sie das so, ich sag mal, bescheiden alles eingeordnet haben, weil es auch wichtig ist. Es ist jetzt nicht mehr dieser Champions League Glamour, nicht mehr diese krasse Atmosphäre, das wird Samstag einfach nicht so sein. Es war ja auch nur PSG, ne? Also. Eben. Champions League ist sowieso einfacher. Also sehr gespannt. Ich meine, Augsburg hat es in der Hinrunde gezeigt, wie es gegen Bayern geht. Es war zwar zu Hause und aktuell können sie auch nur zu Hause. Also in diesem Jahr 4 Heimsiege, 4 Auswärtsniederlagen. Und also ob das sich in München jetzt ändert, das glaube ich nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass die Bayern da diesen Sieg gegen PSG veredeln und ich gehe dann mal mit einem 3-0. Ja. Haben wir schon wieder dieselbe Differenz zumindest? Ich habe 4-1 stehen. Jetzt kann man natürlich gegen argumentieren. Augsburg hat sich zu so Mini-Angstgegner der Bayern in den letzten Jahren entwickelt. Allerdings dann immer nur zu Hause, glaube ich, wenn die Augsburger zu Hause gespielt haben. Und du hast es angesprochen, diese völlig absurde Serie, die sie da haben. Irgendwie immer im Wechsel gewinnen und verlieren. Und jedes Auswärtsspiel 2023 verloren. Dass sich das jetzt in München ändert, da habe ich auch starke Zweifel dran. Dieses PSG-Spiel kann die Bayern natürlich auch absolut beflügeln. Ich glaube, die Fans fühlen sich erst wieder so richtig sicher, wenn die Bayern auch wirklich mal wieder jetzt ein paar Spiele am Stück nicht nur gut performen, sondern auch wirklich gewonnen haben. Deswegen ist das, wie du sagst, wahrscheinlich die komplett richtige Einstellung und auch wichtig, dass so Führungsspieler wie Kimmich da vorangehen und das so direkt äußern und locker angehen lassen, sollten es die Leipziger auch nicht, wenn sie noch irgendwie eine Chance haben wollen, da oben noch reinzustoßen. Wahrscheinlich ist das aber auch erstmal abgehakt. Da geht es jetzt erstmal darum, die Champions League zu sichern. Apropos Champions League, ist dann auch die Frage, ist das vielleicht schon in den Köpfen das Rückspiel bei City? Sie haben ja eine gute Chance, da vielleicht wirklich weiterzukommen, ich meine mit einem Unentschieden. Ja, jetzt zu Hause gegen Gladbach, wird das irgendwelche Auswirkungen haben? Ich glaube nicht, dass du es komplett rauskriegst, einfach weil du weil du jetzt diese schon recht große Chance hast, ne? So ein 1-1 jetzt ohne die Auswärtstorregel, das ist ja das ist eine super Ausgangslage gegen so einen Gegner. Die Ausfälle jetzt von Kunku und Schlager, das ist natürlich schon, ja, das tut weh. Also Schlager war richtig gut drauf unter Rose und gesetzt und ein Kunku, da müssen wir ja nicht von reden.
Und Gladbach ist natürlich auch ein Fall für sich. Jetzt noch mit diesem Theater letzte Woche da im Thüram und Benzebaini jetzt gesperrt und einfach schwer ausrechenbar, diese Gladbacher. Gute Leistung gegen Bayern, dann kriegen sie in Mainz auf den Arsch. Ich sag 2-1 Leipzig. Ja, ich packe noch ein Tor drauf und sage 3-1. Brauch gar nicht mehr so viel sagen, du hast die Punkte genannt. Gladbach steht sich halt irgendwie weiter selbst im Weg und irgendwie ist da halt die Luft raus. Also, selbst wenn sie gegen Freiburg kein schlechtes Spiel gemacht haben, war ja sogar eigentlich dem Sieg näher auch als der SC. Aber nee, also, dass sie jetzt in Leipzig da was holen, sehe ich auch nicht. Die Leipziger haben eigentlich ein gutes Spiel in Dortmund gemacht, war bitter, dass sie das verloren haben. Klar, Nkunku und Schlager, Schlüsselspieler eigentlich. Trotzdem ist die Kaderstärke da gut und breit genug, um dieses Gladbach dann am Ende zu schlagen. Frankfurt-Stuttgart. Ähnliche Konstellation mit der Ja. Champions League. Ja, genau. Da ist natürlich ein bisschen andere Situation. Ne? Also ich glaube, jetzt auch aufgrund erstens der Sperre von Kolo Muani gegen Neapel und noch jetzt der Ausfall von Lindström, da sind die, glaube ich, schon so realistisch zu sagen, das wird unmöglich wahrscheinlich, weil Neapel war ja auch im Hinspiel einfach überragend. Und das dann in Neapel, also ich glaube, die sind schon gut beraten, wenn sie sich auf die Liga konzentrieren. Ja, fang du mal bitte an. Jetzt du zuerst einen Tipp. Ich zuerst. Ja. Überfällst du mich ja hier. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das dass eine relativ deutliche Angelegenheit wird und dass die Frankfurter das Ding 3-0 ziehen. Weil die haben aktuell eine Delle, absolut. Die hat aber jedes Team mal. Und ich glaube, dass sie wieder zurückkommen können. Klar, Lindström-Ausfall, absolut bitter. Und gerade muss man auch sagen, weil sie eigentlich so ein bisschen zu abhängig von Kolo Muani gerade in den letzten Wochen waren, dachte ich so, okay, so ein Lindström, der muss jetzt auch mal wieder ins Rollen kommen. Jetzt fällt der aus. Mit der Qualität, die sie im Kader haben, werden sie auf jeden Fall, bin ich mir sicher, gegen Stuttgart gewinnen. In Napoli, müssen wir so ehrlich sein, das wird wahrscheinlich sehr, sehr schwer werden, aber ich glaube, auch da werden sie alles nochmal raushauen. Deswegen, sie werden sich in dem Spiel gegen Stuttgart jetzt nochmal richtig heiß machen und auf Betriebstemperatur bringen. Und deswegen glaube ich, wird es da einen klaren Heimsieg geben. Ja, ich glaube auch Heimsieg, aber ich mache wieder diesen obligatorischen Sicherheits-2-2-1-Tipp. Ja, kann natürlich auch sein, dass die Stuttgarter, die sich ja eigentlich immer ganz gut präsentieren, da auch den Frankfurtern durchaus das Leben schwer machen. Ich habe das Gefühl, das wird aber dann doch relativ deutlich. Hertha gegen Mainz, Schwarz gegen seine Ex. Hertha auch schwierig dieses Jahr, ne? Also jetzt in den Heimspielen zuletzt eigentlich ganz gut gegen Gladbach und gegen Augsburg wichtige Punkte geholt, wenn man sich das jetzt mal anschaut, das Tabellenbild da unten. Ja, Hertha ist auch so ein bisschen mal so, ne? Und Mainz kommt mit 4 Siegen, korrigiere mich, in Folge, glaube ich, dahin. Also ich tue mich echt schwer, bei Hertha-Spielen so zu tippen. Ich sag mal 1-1. Habe ich auch. Ja, Ja, top. Also. ich fand es auch schwer. Es sind zwei Teams, die irgendwie mit ähnlichen Mitteln spielen, wobei man sagen muss, Mainz sich tatsächlich sehr, sehr verbessert hat, spielerisch. Sehr viel unausrechenbarer geworden sind, jetzt mit Majorque vorne drin auch, der gute Rolle spielt. Ja, trotzdem sagt mir mein Gefühl auch, dass Hertha da, wenn sie dieses Heimgesicht an den Tag legen, dass sie da einen Punkt holen. So, und damit sind wir natürlich bei dem Spiel, was alle brennend interessiert, das 100. Revierderby, Schalke gegen Dortmund, die beiden einzigen ungeschlagenen Teams in der Rückrunde. Ja, brutal einfach, dass man jetzt hier über so ein ja dann doch wieder brisantes Derby sprechen kann. Das hätte jetzt vor ein paar Wochen echt keiner für möglich gehalten. Natürlich muss man nicht von reden. Die individuelle Klasse spricht auf jeder Position fast für den BVB. Da ist dann jetzt so ein bisschen die Frage, wie wird das Champions League verarbeitet? Du hast Brandt, der ausfällt. Alea macht überhaupt gar keinen frischen Eindruck aktuell. Adeyemi, Moukoko fehlen sowieso. Möglich, dass Terzic da ein bisschen rotiert, wahrscheinlich auch rotieren muss. Und ja, also wie gesagt, die individuelle Klasse müssen wir nicht von reden. Das spricht alles für Dortmund. Aber Schalke hat natürlich jetzt wieder diesen speziellen Faktor, den sie echt ewig nicht hatten mit den Fans im Rücken. Also da ist schon echt eine sehr besondere Verbindung entstanden. Also die wissen schon, dass da fußballerisch nicht viel kommt, aber die sind defensiv stabil und wenn du defensiv stabil bist, dann hast du halt auch irgendwann oder dann hast du die Geduld, auch mal auf ein Kacktor zu warten, so wie es dann in Bochum der Fall war, ne? Ich meine, gegen Wenn die Stuttgart haben da sie mal spielerisch lucht. sogar ganz gut. Ja. Ja, genau.
gegen Bohm war es ein Eigentor und eine Ecke. Ja, mei, das war es ja nicht umsonst vorher Letzter. Und so geht es dann halt im Abstiegskampf. Und ja, das kann schon Kräfte freisetzen. Trotzdem wäre ich eher Realist, glaube ich, und tippe auf ein 3:1 für den BVB. Ja, doch relativ deutlich. Da bist du dich sogar einig mit Patrick Kleinmann, deinem Kollegen, deinem Werten. Der hat das nämlich gestern bei Was geht Bundesliga auch getippt. Schaut da gerne nochmal rein. Na, Da haben wir mit also. ihm auch über die Frage gesprochen, ob das Derby jemals wieder auf Augenhöhe stattfinden wird. Aber er ist da recht optimistisch, das schon mal als kleiner Spoiler. Also wer es noch nicht gesehen hat, da reinschauen. Dann erfahrt ihr nämlich auch, was Ex-Dortmunder und Schalker Felipe Santana getippt hat. Deswegen sehr, sehr interessant. Ja, ich denke auch, in dem Spiel kann alles passieren. Es ist ein Derby, das hat Santana übrigens auch gesagt. Er denkt, da gibt es keine Favoriten im Derby, gerade in dem Spiel. Mein Gefühl sagt mir trotzdem auch, dass Dortmund das knapp mit 2:1 ziehen wird, trotz des Rückschlags. Meine Güte, was ist heute los? In London, dass sie sich da durchsetzen werden. Natürlich bitter der Ausfall von Brandt. Kobel steht auch noch auf der Kippe. Also, das sind schon alles ein paar Punkte, die Schalke Hoffnung machen können. Auf der anderen Seite haben sie halt auch Personalprobleme, gerade auf Außen. Ja, aber es ist ein Derby. Es ist Samstagabend, Flutlichtspiel. Besser geht's nicht. Beide in Topform. Freuen wir uns auf jeden Fall alle sehr drauf. Und dann sind wir beim Sonntag. Freiburg gegen Hoffenheim. Boah, ja, also Freiburg zu Hause und Hoffenheim aktuell, weiß nicht, das kann man nicht kurz machen, oder? Also Habe ich nichts gegen. ich sehe echt nicht. Also aktuell, das ist so viele typische Anzeichen für einen Absteiger, was Hoffenheim da gerade so verkörpert. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich jetzt dreht. Freiburg natürlich dann nach dem Turin-Spiel, ne? Ist auch eine Sache der Körner und was weiß ich, aber ich gehe trotzdem mit einem 2:0 für Freiburg. Ja, ich habe ein 1:0. Ich weiß nicht, mein Gefühl ist auch, Freiburg ist der letzte Gegner, gerade wenn du sie auswärts spielst, jetzt als Hoffenheim, also Freiburg zu Hause, ist der letzte Gegner, den du dir als Hoffenheim in der Situation wünschst, weil da brauchst du halt einfach einen Gegner, der dir auch mal was anbietet und das macht der SC halt nicht. Also selbst nach einem Spiel in Turin, was natürlich ein absolutes Highlight ist, sie haben es in dieser Saison schon oft genug bewiesen, dass sie nach einem Donnerstag auch am Sonntag halt wieder am Start sind. So. Und klar, auch Freiburg ist jetzt in 2023 jetzt noch nicht so Bombe drauf, muss man sagen. Trotzdem haben sie diese Stabilität in der Organisation und Hoffenheim. Ja, also ich weiß nicht, man sieht halt gar keine Ansätze aktuell, außer die Kaderqualität, aber die bringen sie halt überhaupt nicht auf den Platz. Matarazzo-Effekt gibt's nicht. Ja, gibt es relativ wenig Punkte auch für mich, die da für Hoffenheim sprechen. Bremen gegen Leverkusen. Also ich habe die Bremer letztes Wochenende in Augsburg gesehen. Das war ja schon eine sehr vermeidbare Niederlage. Also es ist jetzt nicht so, dass sie da großartig besser waren oder was weiß ich, aber einfach sehr dämliche Gegentore kassiert. Und ja, also Bremen ist so ein bisschen auf einem besseren Niveau, finde ich, so wie Hertha. Also so ein bisschen schwer zu prognostizieren, aber zu Hause dann eigentlich doch ganz zuverlässig. Und Leverkusen, tja, ey, keine Ahnung. Also Leverkusen ist auch so, mein Gott, da verlieren sie in Augsburg und gewinnen dann wieder sehr souverän gegen Hertha. Meine Güte. 2:2. Okay. Ja, Leverkusen natürlich Wundertüten-Vibes komplett. Ich habe aber das Gefühl, dass sich da so langsam jetzt alles einspielt, weil natürlich ist ganz viel auf den Florian Wirtz ausgerichtet so und der musste halt auch, der braucht natürlich nach der langen Verletzung, brauchte der ein bisschen wieder. Und sie mussten natürlich unter Alonso, unter dem er vorher halt nie gespielt hat, müssen sie die Abläufe auch erstmal reinbekommen. Und ich habe das Gefühl, dass sie jetzt aber so langsam doch ins Rollen kommen. Der ist halt der zentrale Anker im Spiel und das hat zumindest jetzt gegen Hertha wirklich extrem gut funktioniert, viel mit Steil-Klatsch gearbeitet und er dann halt mit seiner Genialität halt da das Tempo von Frimpong und Diaby eingesetzt. Und wenn sie das in den letzten Wochen, Monaten so beibehalten können, dann glaube ich, kann Leverkusen wirklich noch ein gutes Wörtchen um Europa mitsprechen. Aber klar, da müssen sie halt die Stabilität, die jetzt gefehlt hat, reinbekommen. In Bremen, glaube ich, werden sie das aber gewinnen. 3:1. Auch wenn Werder ja zu Hause natürlich oft ein anderes Gesicht zeigt als auswärts, glaube ich, wird sich da die Leverkusener Qualität durchsetzen und damit sind wir beim
Letzten Spiel, Wolfsburg gegen Union. Wir sind schon wieder so weit fortgeschritten. Ich tippe jetzt einfach was. 1-1. Jetzt du. Die letzten Male haben wir es gut hingekriegt, ordentlich. Aber gut, dann machen wir jetzt ganz schnell. Ich habe 1-0. Ja, Union kannst du mit individueller Qualität schon hier und da mal knacken und sind jetzt auch nicht mal so gut drauf. Ja, deswegen war mein Gefühl, dass Wolfsburg das zu Hause gewinnt. Machen wir es so kurz Fair. zum Abschluss. Sehr schön. Perfekt, danke Mario. Dann kannst du dich auch wieder hinlegen jetzt, ne? Hast ja gestern, Ja, danke. hast ja gestern lang genug Boah. gemacht, habe ich gehört. Ja, wird Zeit. Wird Zeit. Oder du gehst eine Runde radeln. Ach Mit einem so, schönen Ball im deswegen. Hintergrund. Heute Regeneration. Okay, Samstag okay. Augsburg. Sehr schön. Dann wollen wir dich nicht weiter aufhalten. Danke dir, danke euch fürs Zuschauen. Schönen Spieltag, schönes Wochenende. Macht's gut.